Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Spline Rail Deformer von Cinema 4D. Mit dem Spline Rail Deformer können wir ein Objekt innerhalb von bis zu 4 Splines begrenzen und deformieren. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns einmal an. Und zwar gehen wir dazu in unsere Oben-Ansicht und erstellen mal zwei Splines. Mit unserem Spline-Stift-Werkzeug geht das relativ schnell. Und wechseln wieder hier in unsere Zentralperspektive zurück. Wir sehen, dass unsere Splines perfekt auf unserer Arbeitsebene liegen und auch die beiden Spline-Punkte in der Höhe gleich liegen. Und wir jetzt unseren Spline-Rail-Deformer einmal aufrufen und uns hier einmal die Objektattribute anschauen, sehen wir, dass wir hier einen Z-Spline links und einen Z-Spline rechts definieren können. Wir schauen uns hier einmal die Achse des Spline Rail Deformers an. Wir haben hier die Z-Achse, hier die linke Seite und hier die rechte Seite. Also können wir unseren rechten Spline hier einmal in unseren Z-Spline rechts ziehen und unseren linken Spline in Z-Spline links ziehen. Dann wählen wir hier ein Würfelobjekt aus und ordnen unseren Spline Rail Deformer dem Würfelobjekt unter und wir sehen, dass unser Würfel gleich hier innerhalb unserer Splines begrenzt wird. Wir können dem Würfel natürlich noch ein paar mehr Unterteilungen geben und können nun unseren Deformer hier verschieben und unseren Würfel sozusagen durch diese Splines durchziehen. Schauen wir uns den X-Spline oben und den X-Spline unten an. Und zwar haben wir hier wieder die X-Achse unseres Spline Rail Deformers und müssen hier eben einen Spline oben und einen Spline unten definieren, um unser Objekt hier noch zu begrenzen. Die Splines sollen natürlich immer parallel zu dieser Achsen liegen. Wir gehen natürlich hier wieder in unsere Oben-Ansicht. Wählen unser Spline-Stift-Werkzeug aus und zeichnen hier einen oberen Spline und wir zeichnen hier einen unteren Spline. Und um das Ganze schön gerade zu machen, setzen wir hier die Punkte auf der Z-Achse auf 0, damit die schön parallel zueinander liegen oder auf einer gleichen Ebene. Und können nun wieder in unsere Zentralperspektive gehen und unseren Spline Rail Deformer nun unsere X-Spline oben und X-Spline unten definieren. Also wir haben hier den X-Spline oben und wir haben hier den X-Spline unten. Ziehen das Ganze hier rein und wir sehen, wie das Ganze hier auf diese Splines beschränkt wird. Wir können natürlich jetzt hier auch unsere Splines verschieben und somit eben den oberen Punkt der Deformation verschieben und somit auch den unteren Punkt der Deformation verschieben. Gut, schneiden wir diese beiden mal wieder aus und schauen uns hier im Spline Rail Deformer noch das Referenzobjekt an. Und zwar können wir dazu jedes x-beliebiges Objekt erstellen, aber es eignet sich hier natürlich gut ein Nullobjekt zu erstellen, können dieses dann hier in unser Referenzfeld reinziehen und wenn wir unser Nullobjekt mal anschauen, hat es im Moment die gleiche Ausrichtung wie unser Spline Rail Deformer. Wenn wir nun unser Nullobjekt drehen, sehen wir, dass unser Würfel nun anders ausgerichtet wird und somit anders deformiert wird. Also wir können hier, falls unsere Deformation nicht richtig funktioniert, eben bestimmen, wie das Ganze ausgerichtet wird. Bei uns funktioniert natürlich die Deformation hier sauber, deshalb brauchen wir eigentlich kein Referenzobjekt. Schauen wir uns hier einmal die Modi an. Und zwar haben wir hier den Modus unbegrenzt. Das heißt, unser
Würfel geht auch nach unseren Splines weiter. Und wir können eben im Modus unbegrenzt vor Beginn skalieren hier hochschrauben und sehen eben, wenn wir das weiter hochschrauben, wie weit unser Würfel dann noch vor Beginn geht. Und wenn wir hier unseren Deformer weiter nach hinten ziehen und hier nach Ende skalieren hochschrauben, sehen wir eben, wie weit unser Deformer nach dem Ende noch skaliert wird. Schalten wir das Ganze hier mal wieder auf 100% zurück und schauen uns den Modus innerhalb Box an. Dann sehen wir, dass unsere Deformation eben nur innerhalb der Box stattfindet. Und dann schauen wir uns noch den Modus unbegrenzt an. Ah ne, da waren wir schon. Noch den Modus begrenzt. Dann findet eben unsere Deformation nur innerhalb unserer Splines statt, also vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt. Bei den Splines ist natürlich noch zu beachten, dass diese Splines nicht geschlossen sind, um eine richtige Deformation zu erreichen. Ja, das war's soweit zum Spline Rail Deformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!